Einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Es ist Montag, der 29. November 2021. Mein Name ist Carlos Martins und Sie hören uns live aus dem Traders Club Trading Raum. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX Trade vor und wir sehen hier, wir haben von Freitag auf heute einen Gap, eine Riesenlücke, ja, von sage und schreibe 246 Zähler. Und wir werden versuchen, hier bei 15,4 das erste Mal die Big Number zu traden, die Volatilität an diesem besonderen 29. Montag ist recht hoch, 93 Pips. Ja, wir erinnern uns eigentlich in den letzten Wochen und Monaten haben wir 25 Punkte am Vormittag, also bis 9 Uhr. Jetzt haben wir schon 91, also da gibt es kräftig an Bewegung. Wir versuchen hier die 15,4 erstmal zu avisieren. Ja, am Freitag, an dem Black Friday, im wahrsten Sinne des Wortes, hatten wir eine 28er-Box hier, die in den Gewinn gelaufen ist. Ansonsten haben wir natürlich am Freitag kräftig getradet, weil die Vola sehr, sehr gut war. Und wir sehen hier oben bei 15.900 wartet das Gap. Ja, da sehen wir das Gap, hervorgerufen durch die Meldung mit der neuen Mutante aus Afrika oder Umgebung. Ja, das sollten wir ins Auge haben, dass wir auch da nochmal hinlaufen könnten. Ja, bis jetzt, wie gesagt, sind wir jetzt bei 15.400. Das Gap von unten haben wir 15.100. Wo kommt die Vola-Box rein? Das wollen wir uns mal anschauen. Die Vola-Box kommt rein bei 15.548. So sieht es aktuell aus. Das heißt, wir sind ein Tickchen höher. Und ihr seht hier, am Freitag hatten wir 570 Punkte Abverkauf. Das ist schon sehr extrem. Und normalerweise nach so einem kräftigen Abverkauf ist es erstmal ruhig. Ja, aber es sieht sehr stabil, also es sieht sehr volatil aus, also es bleibt wohl auch sehr, sehr volatil. So, wir gehen jetzt mal in die Kontohistory, Zeitraum anpassen. So, wir gehen auf heute und dann schauen wir mal, wie die Vola-Box nachher reinkommen und bereiten uns jetzt auf die Markteröffnung gleich vor. Aber wie immer morgens gehen wir einmal in die Großwetterlage rein und fangen heute wieder an mit Ethereum 4.348 Ethereum Daily Basis Long, 4 Stunden Long und auch hier mit einem Minigap, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten auch Long für Ethereum. Dann gehen wir gleich und bleiben wir bei dem und gehen in Bitcoin. Bitcoin auf Daily Basis nach wie vor Long, 4 Stunden Short, Stunde Long, 30 Long, 15 Long und 5 Minuten auch Long. Also da wieder eine Gewichtung Richtung Long. Der nächste Markt hier in meinem Bereich ist der Dow Jones. Dow Jones auf Daily Short. Das ist eine kräftige Shortkerze hier. Und dass der Markt jetzt ein bisschen erholt, ist auch normal, wenn wir die Fibos mal ranziehen vom letzten Hoch zum Tief jetzt hier von der Bewegung, dann denke ich mir, ist durchaus denkbar, dass wir entweder hier drehen oder wir bis zum 38er Retracement laufen. Das wären dann bei 35.405. Ja, da müssten wir wieder drüber. Das wäre dann erstmal Luft holen wieder von dieser Bewegung. Ja, bleibt abzuwarten. Also Daily Long, Daily Short, Entschuldigung, 4 Stunden klar Short, Stunde Short, 30 Short, 15 Long und 5 Minuten auch Long. Also kurzfristige Erholung nach dem doch starken Abverkauf. S&P 500 Daily sind wir nicht, ihr seht's, nicht Short, obwohl wir hier die schwarze Kerze haben. Da sind wir immer noch Long. 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 sind wir Long wieder, 15 Long und 5 auch. Technologiebörse Nasdaq, Daily Long, 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Short und 15 Long und 5 Minuten Short. Hier geht es weiter Richtung Süden. Öl auf Daily
Auch hier eine kräftige Shortkerze, über 11% am Freitag. Und da ist der Markt mit der Kerze sehr, sehr short. Ja, wir haben zwar hier auch solche Krisenkerzen hier, wo der Markt dann sich wieder erholt und dann nochmal abtaucht ins tiefere Gefilde, durchaus denkbar. Hier 4 Stunden Short, Stunde Short, 30 Short, 15 Long und 5 Minuten ist der Markt, ja, unentschieden. Gold, Daily Long, 4 Stunden Short, Stunde Long, 30 Short, 15 Long und 5 Minuten auch Long. Und der letzte Markt ist DAX, Daily Short mit Gaps hier, ja, und 4 Stunden Short, Stunde sehen wir hier die Gaps, die wir eben schon gesehen haben. Einmal hier oben und ein Gap von Freitag hier. Also Schweizer Käse hier, böse Zungen. Also Stunde auch Short, 30 Short, 15 Long und 5 Minuten kurzfristig auch Long. Das ist der Kurzwetterbericht auf die Lage. Machen wir was draus. Gucken wir mal. Um 9 Uhr geht es dann richtig los. Aktuell haben wir eine Falle platziert bei 15.407. Und nochmal zu dem Regelwerk hier im Live-Trading-Raum. Wir traden eine Big Number dreimal pro Big Number. Es sei denn, wie am Freitag auch, dass die Volatilität so groß ist, dass wir dann auch wirklich sagen, wow, in der Zeit zwischen 9 und 9:40 Uhr rocken wir das Ganze. Ja, die Grid-Leute haben Freitag richtig, ich glaube, in der Spitze 47 Boxen getradet in der Zeit. Ja, also schauen wir mal, wie die Markteröffnung reinkommt. Wir platzieren unsere Startposition erstmal bei 15,4, gucken, wie der Markt sich von dort aus entwickelt. Wenn er nach oben läuft, wechseln wir die Big Number und gehen auf 15,5. Die Vola-Boxen werden so häufig getradet, bis sie nicht mehr angezeigt werden. Und die Blue-Boxen kleiner als 30, die treten wir dann auf den Minuten-Chart. Okay, dann wünsche ich uns gutes Gelingen und ich melde mich gleich noch. So, gleich geht's los. Markteröffnung. Und 5, 4, 3, 2, 1 und los. 9 Uhr. Wir sind long im ersten. Und jetzt sehen wir dass wir hier und wir sind draußen. Entschuldigung, das ging zu schnell. Raus im ersten Trade mit Gewinn. Mit dem Big Number, das war für unser Videotagebuch. Und wir traden ja die Big Number zweimal. Ich steige hier nochmal ein und wir alle mit einem Hedge-Auflösungstrade. Ja. Dort wird entweder hier unten. Ich mache das mal auf 5 Minuten. Ihr seht hier die 15er Box. Oder es geht oben in diese Box dort oben. Also 15,333 mit Hedge-Auflösungstrade. Ja. Das Ganze für die ein Hedge-Auflösungstrade machen bis 9:40 Uhr bitte. Und dann reduzieren wir das Risiko. Also 15,333 nicht zu Big Number oder 15.548. Das sind die Möglichkeiten. Erste Big Number haben wir getradet und ich verabschiede mich für unser Videotagebuch und wir hören uns morgen wieder.